Hallo und willkommen zum zweiten Teil Glaukom. Es wird um das Winkelblock-Glaukom gehen oder Engwinkelglaukom und dann den akuten Anfall, also den akuten Winkelblock. Glaukom, grüner Star. Im Mittelalter führte die Erblindung zum starren Blick. Da kommt das Star her. Das Grün kommt daher, dass im Glaukom-Endstadium die Iris blau-grünlich schimmert. Glaukom sind verschiedene Augenerkrankungen, bei denen der Sehnerv eine Neuropathie erleidet. Es kommt zu Gesichtsfeldausfällen. 90% der Glaukomfälle sind Offenwinkelglaukomfälle. Der Rest Engwinkel- oder Winkelblockglaukom. Es kann dann zum akuten Winkelblock kommen, zum akuten Glaukomanfall, gefördert durch den engen Winkel des Auges. Es kommt zu einer vollständigen Blockade des Kammerwasserabflusses im engen Kammerwinkel. Folge: Der Augeninnendruck steigt rasch an und es kommt sehr schnell zu Schädigungen des Auges. Schauen wir uns nochmals die Produktion des Kammerwassers und den Abfluss an. Die Produktion erfolgt am Ziliarkörper, also hier an der Stelle. Das Kammerwasser fließt dann durch die Verengung zwischen Iris und Linse aus der hinteren Augenkammer in die vordere Augenkammer und fließt hier dann im Kammerwinkel ab durch das Trabekelmaschenwerk in den Schlemmschen Kanal. Hier sehen wir auch gleich die beiden Engstellen. Es gibt den ersten physiologischen Widerstand. Normalerweise Iris und Linse liegen aufeinander. Das Kammerwasser fließt dann, wenn der Druck hoch genug ist, pulsatil hindurch. Das heißt, hier kann es Probleme geben. Das zweite Problem am engen Kammerwinkel, wenn die Iris sich im Prinzip an den Kammerwinkel legt, also den Kammerwinkel verkleinert, sich an das Trabekelwerk legt, kommt es zur Abflussverhinderung. 85% des Kammerwassers fließen über den Schlemmschen Kanal ab. Die übrigen 15% durch den uveoskleralen Abfluss, also Gefäße, Ziliarkörper und Iris. Der normale Augeninnendruck beträgt zwischen 10 und 20, 21 mm Quecksilber. Der enge Kammerwinkel kann zu einem akuten Glaukomanfall führen. Fördernd sind höheres Alter. Im Alter verdickt sich die Augenlinse, ein ganz normaler Vorgang. Dadurch wird der Durchfluss des Kammerwassers durch den ersten Widerstand erschwert. Folge: Der Druck steigt in der hinteren Kammer, die Iris bläht sich nach vorn, wir werden gleich eine Abbildung sehen, schiebt sich vor den Kammerwinkel und blockiert diesen. Deswegen Winkelblockglaukom. Fördernd außerdem Katarakt, also der graue Star. Auch dieser führt zu einer verdickten Augenlinse. Eine starke Weitsichtigkeit, ein verkürzter Augapfel, Brillenwerte positiv im höheren Bereich, Folge: Der Kammerwinkel ist sehr spitz. Dann natürlich Entzündungen, Verklebungen. Merke, das Ganze ist ein Problem, insbesondere bei Weitsichtigkeit oder beim Katarakt. Der Augeninnendruck steigt schlagartig an, über 50 mm Quecksilber bis zu 80 mm. Die Regenbogenhaut wird, wie schon gesagt, durch den hohen Druck nach vorne gedrückt und verschließt das Trabekelmaschenwerk. Die wichtigsten Symptome des akuten Glaukomanfalls: Wir haben ein gerötetes, hartes, schmerzhaftes Auge. Wir haben lichtstarre Pupillen durch eine ischämiebedingte Sphinkterparese. Wir haben Tränenfluss. Wir haben einseitig, meist einseitig Kopfschmerz. Es kommt zur Einschränkung des Blicks, des Visus, Mangel Durchblutung der Netzhaut. Man sieht Nebel, Lichtringe um die Lichtquellen, die sogenannten Halos. Durch den Vagusreiz kommt es zu Erbrechen, zu Übelkeit, aber auch zu Dämpfung des Herzens, Abfall der Herzfrequenz und Abfall des Blutdrucks. Ein akuter Glaukomanfall ist ein Notfall.
Er führt sehr rasch zu Sehverlust und zur Erblindung. Deswegen sollte sofort ein Augenarzt aufgesucht werden. Betrachten wir die Ursachen ein bisschen näher, die Pathophysiologie. In den meisten Fällen liegt zugrunde ein Pupillarblock, das heißt eine Erhöhung des ersten Widerstands. Dadurch nähert sich die Irisrückfläche an die Linsenvorderfläche. Es entsteht eine Abflusshemmung des Kammerwassers von der Hinter- in die Vorderkammer. Das heißt, in der hinteren Augenkammer staut sich das Wasser, der Druck steigt, es kommt zur Vorwölbung der Iris. Dadurch wird der Kammerwinkel verlegt. Bei vorderer flacher Augenkammer entsprechend dann kommt es zu einem akuten Winkelblock. Das Ganze kann das Risiko für rezidivierende Attacken erhöhen und kann in eine chronische Form übergehen. Weitere Möglichkeiten außer dem Pupillarblock. In dem Fall ist der zweite Widerstand betroffen. Verlegung des Kammerwinkels durch Narben, durch Entzündungen, durch einen Tumor, der die Iris nach vorne drückt. Eine Verstärkung ist möglich durch Mydriasis. Bei engem Kammerwinkel führt eine Pupillenerweiterung zu einem weiteren Verschluss des Trabekelwerks. Der Vorhang wird praktisch in die Ecke gezogen. Der Kammerwinkel wird blockiert, der Schlemmsche Kanal wird blockiert, es kommt zu einer Blockade der Drainage. Hier eine Abbildung aus dem Ärzteblatt, der Pupillarblock. Wir sehen auf der oberen Grafik den normalen Fluss des Kammerwassers zwischen Iris und Linse hindurch. Jetzt kommt es zum Verschluss, zum Pupillarblock. Das Kammerwasser staut sich in der hinteren Kammer, drückt damit die Iris nach vorne und die Iris verschließt den Kammerwinkel. Wir haben den akuten Winkelblock. Betrachten wir nochmal die beiden Pupillenmuskeln. Es gibt einen Musculus dilatator pupillae, dieser ist radiär. Und es gibt, Entschuldigung, hier radiär, also wie die Speichen. Und es gibt dann den Musculus sphincter pupillae, dieser ist ein Ringmuskel. Wenn sich dieser zusammenzieht, der Ringmuskel, wird die Pupille kleiner. Es kommt zur Miosis. Das passiert durch den Parasympathikus. Also zu merken, der Parasympathikus aktiviert den Sphinkterpupille. Umgekehrt, der Sympathikus aktiviert den Dilatator. Es kommt zur Pupillenerweiterung, zur Mydriasis. Ein Auftreten eines Winkelblocks kann durch Mydriatika verursacht werden. Also diese erzeugen weite Pupillen. Das kann erfolgen über den Parasympathikus. Dieser muss gehemmt werden. Das heißt, es wird der Musculus sphincter gehemmt. Oder es kommt durch ein Sympathomimetikum, Alpha-1-Wirkung, zur Kontraktion des Musculus dilatator. Das Problem haben wir bei engem Kammerwinkel. Bei dem klassischen Offenwinkelglaukom ist das in der Regel unproblematisch. Hier nochmals die Mydriasis, die Verlegung des Kammerwinkels durch die Iris. Der Vorhang wird in die Ecke gezogen, also es kommt zur Erweiterung der Pupille und zur Erschlaffung des Ziliarmuskels. Die Mydriatika hatten wir uns eben schon angeschaut, das können die Sympathomimetika sein, wie das Ephedrin, aber auch das Phenylephrin oder die selektiven Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer oder dann die Parasympatholytika, also Anticholinergika, wie das Atropin, das Scopolamin, das Oxybutynin, die trizyklischen Antidepressiva, die H1-Antihistaminika, die auch als Antiemetika und als Schlafmittel eingesetzt werden, außerdem in Grippemitteln sind. Dann die Bronchodilatatoren, wie das Ipratropium. Aber auch Angst-Schreck-Reaktionen, Aktivierung des Sympathikus. Und das insbesondere in der Dunkelheit. Also beispielsweise ein spannender Kinofilm oder ein Horrorfilm im Fernsehen oder Lesen bei schlechter Beleuchtung.
Zur Therapie. Wir hatten schon gesagt, möglichst sofort einen Augenarzt aufsuchen. Ganz wichtig, während des Glaukomanfalls keine systemische Senkung des Blutdrucks. Dadurch wird die Durchblutung des Sehnerves verschlechtert und es kommt zur Verstärkung der Schäden. Eingesetzt werden Mannit parenteral. Folge: Mannit ist ein Osmodiuretikum. Es wird osmotisch Wasser aus dem Augeninnenteil gezogen. Also das Osmodiuretikum entzieht dem Auge Wasser. Durch die Volumenverringerung lagert sich die Linse mehr nach hinten und es öffnet sich der Kammerwinkel. Anwendung von Mannit nur zur Akuttherapie. Die Nebenwirkung ist klar, es kommt zur Diurese, also zum Wasserverlust, Ausscheidung von Wasser mit dem Urin. Außerdem besteht die Gefahr der Dehydrierung, insbesondere bei Älteren, die zu wenig getrunken haben. Durch die Bluteindickung kann es zu Thrombosen kommen. Bei zu hoher Infusionsgeschwindigkeit oder Überdosierung besteht die Gefahr der akuten Volumenbelastung. Also es wird zu viel Wasser im Körper gebunden. Folge: Das kardiovaskuläre System wird beeinflusst. Medikamentös wird außerdem eingesetzt das Acetazolamid, der Carboanhydrasehemmer. Diesen hatten wir schon besprochen. Im ersten Teil des Glaukoms. Die Kammerwasserproduktion wird gesenkt. Dann das Pilocarpin, ein Miotikum, lokal zu Beginn viertelstündlich appliziert. Es kommt zur Dauerkontraktion des Musculus Sphincter, also der Parasympathikus kontrahiert den Sphincter. Die Pupille zieht sich zusammen. Außerdem wird der Ziliarmuskel kontrahiert. Dadurch wird der Vorhang aus der Ecke gezogen. Es kommt zur Freilegung des Kammerwinkels und zu einem besseren Abfluss des Kammerwassers. Zudem werden Beta-Blocker eingesetzt, lokal, Senkung der Kammerwasserproduktion. Therapieziel ist also eine schnelle Drucksenkung und auch die Schmerzen zu nehmen. Deshalb eventuell Adjuvans, ein Analgetikum oder auch ein Antiemetikum bei der Übelkeit. Fehlen noch die operativen Möglichkeiten. Diese werden auch prophylaktisch eingesetzt. Es gibt die Iridektomie, ein mikrochirurgisches Verfahren. Die Iris des Auges wird mit einem kleinen Schnitt eröffnet, beziehungsweise es wird ein kleiner Teil der Iris entfernt. Damit wird sichergestellt, dass das Kammerwasser aus der hinteren Kammer in die vordere abfließen kann. Nächste Möglichkeit, die Iridotomie, die Laser-Iridotomie. Also es wird ein kleines Loch in die Iris mittels Laser gelegt. Dieses kann sich auf Dauer aber nochmal verschließen. Wenn der akute Anfall vorbei ist, sollte der Pupillarblock beseitigt werden, wenn er dann vorhanden ist. Das heißt, es wird eine Verbindung zwischen der hinteren und der vorderen Augenkammer hergestellt, ein Shunt. Oft ist erst nur ein Auge betroffen. Innerhalb von 5 Jahren besteht aber ein hohes Risiko, dass das zweite, das Partnerauge, das gleiche Erlebnis durchlaufen muss. Deswegen wird teilweise prophylaktisch die Iridotomie am Partnerauge zeitnah durchgeführt, sofern der Kammerwinkel denn flach ist. Das war der zweite Teil des Glaukoms. Das Engwinkelglaukom und der akute Glaukomanfall bzw. der akute Winkelblock. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.